Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und wir wollen jetzt nochmal auf den Fledermauszauber schauen, natürlich. Das Highlight des Tages. Und ich habe schon mal wieder welche ausgebildet. Genauer gesagt, ich habe 11 Stück ausgebildet. Und wir werden sie heute antreten lassen gegen die ganzen Verteidigungen. Das sieht jetzt wie folgt aus. Also, wir gucken uns das Dörfchen jetzt mal an. Da ist schon eine Juwelenkiste, aber das ist jetzt im Endeffekt egal. Die sehen wir nur. Die ist ja jetzt nicht da wirklich. Also, so sieht das aus. Aber, ihr kennt mich, hier sind doch bestimmt noch irgendwo, hat sich hier doch noch was versteckt. Ne? Zwischen dieser Kante hier und dem ersten X-Bogen, da hat sich doch hundertprozentig noch was versteckt. Bedeutet, sie fliegen von oben los und gehen dann quasi, ja, hoffentlich durch bis zur Adler-Dev. Falls sie das tun, falls sie wirklich bis dahin kommen, haben wir immer noch die Möglichkeit, ein, zwei Gebäude vielleicht noch dazu zu bauen oder vielleicht noch ein, zwei Gebäude besser zu machen. Adler-Dev ist ja gerade mal auf Level 1. Der ist zwar auf Level 6, der Feger ist auch schon recht hoch, also einige Gebäude sind schon hoch. Aber hier vorne sind natürlich noch ein paar Überraschungen. Alter, 3, 2, 1, Max, Fledermauszauber gegen jede Verteidigung. Hier vorne ist nichts Interessantes, da ist auch nichts Interessantes. Nicht, dass wieder irgendwer denkt, ich würde irgendwas absichtlich nicht zeigen. Hier ist tatsächlich nichts zu sehen, also, ja. Also ich setze jetzt mal alle und pass mal auf, was jetzt passiert. Es ist ganz interessant. Sie, das wusste ich nämlich auch nicht, sie triggern keine Skelettfallen und sie triggern auch keine Luftbomben. Also das ist noch wichtig, vielleicht für die Leute, die das nur interessiert. Deswegen machen die jetzt auch echt kurzen Prozess hier mit. Das ist richtig übel. Alter, die haben ja gar keine Chance. Die haben ja echt überhaupt, die Verteidigung hat wirklich überhaupt keine Chance. Lol, guckt euch das mal an. Und jetzt geht's nämlich rund. Und jetzt geht's nämlich richtig rund. Alter. Ja, okay, der Giga-Tesla ist ja auch eine Verteidigung. Von daher macht es Sinn, dass er jetzt auch noch mit angegriffen wird. Und er hat natürlich... Ich glaube, er wird keine Chance haben. Wobei, ich war mal wieder zu schnell. Der schafft das. Oh, Giga-Tesla, du bist mein Mann. Okay, ich werde euch... Die Tornado-Falle hat auch keinen Effekt auf die Fledermäuse. Also, Tornado-Falle keinen Effekt auf die Fledermäuse. Luftfallen. Sowohl die normale Luftbombe als auch die Suchende. Nein, also Luftmine, kein Effekt. Und auch die Skelettfallen, kein Effekt auf die Fledermäuse. Kannst du also nicht benutzen, um damit vielleicht noch so ein paar Luftfallen rauszusuchen. Das geht nicht. Das werde ich euch jetzt auch noch beweisen. Kurzer Cut. Bis gleich. Ich muss auch noch was, ich muss ja noch sowas verbessern. Das reicht ja nicht. Es ist noch zu schwach. Bis gleich. So, Runde Nummer 2. Und dieses Mal werde ich euch beweisen, dass es auf jeden Fall einige Luftbomben und so weiter gibt. Dann guckt mal hier. Da ist schon ziemlich viel. Jetzt ist nur leider der Drache draußen. Um den muss ich mich eigentlich mal eben schnell kümmern. Das wäre sonst blöd, wenn der... Oh, lol. Ah, die Skelettfallen hatte ich sowieso noch auf Boden. Alles klar. Aber ansonsten, wir kümmern uns jetzt mal eben ganz schnell um den Drachen. Und dann werden wir jetzt hier mal gucken. Ich habe die Inferno-Türme habe ich auf Multi gestellt. Ich habe noch eine Luftabwehr gebaut. Ich habe noch einen Tesla gebaut. Ich habe noch einen Magierturm gebaut. Und jetzt wollen wir mal sehen. 10, 11. Okay, da ist schon mal der Tesla. Und dieses Mal muss es doch klappen. Ich habe so viel noch dazu gebaut. Inferno-Turm ist, die neuen Sachen sind natürlich jetzt noch nicht so maxed, aber trotzdem. Alter, selbst der Feger musste. Alter, die haben keine Chance. Die haben echt überhaupt keine Chance. Ah, doch, jetzt der Inferno-Turm. Inferno-Turm zusammen mit dem Feger, das macht was aus. Alter. Aber der Feger ist es. Ja, sie kommen durch. Schaffen sie es noch? Nein. Wie geil das aussah. Immer so gefunkelt. Und dann waren alle Skelette plötzlich down. Okay. Das werde ich mir merken. Wir werden nämlich jetzt noch einen weiteren Zauber benutzen. Und zwar den Freeze-Zauber und vielleicht auch den Klon. Mal gucken, ob wir es damit schaffen, das jetzt hier zu besiegen. Bis gleich. Okay, nächste Runde. Ich habe ja gesagt, wir haben diesmal einen Klon und einen Freeze. Und da bin ich mal gespannt. Also, wir setzen jetzt zunächst einmal alle da drauf. 30 hat ja der Klonkapazität. Warten aber noch. Und jetzt setze ich ihn einfach mal dahin. Und dann gucken wir mal, was passiert. Jetzt müssen wir gleich auf jeden Fall den Luftfeger freezeln. Luftfeger, Magierturm und die drei. Die drei. Aber das war, glaube ich, zu früh. Ich weiß ja nicht genau, wie weit sie jetzt durchkommen. Aber wobei, sie kommen ganz gut durch. Okay, diesmal. Diesmal locker geschafft. Und die Adler-Def ist ja sowieso kein Problem. Das ist echt schon krass. Vor allem, dass die Skelett. Warte mal, ich will auf jeden Fall gleich noch ausprobieren, wie das mit den Skelettfallen ist. Ich werde sie gleich noch alle auf Luft stellen. Jetzt ist natürlich der Giga-Tesla da. Wir helfen noch aus. Da kommt der Drache raus. Reicht es aus? Oh nein. Es wird nicht reichen. Es reicht nicht aus. Okay. Skelettfallen. Bis gleich.
Okay, letzte Runde. Und dieses Mal habe ich hier vor auf jeden Fall noch zwei Skelettfallen gesetzt auf Luft. Das müsste funktionieren. Also, ich denke mal nicht, dass die getriggert werden. Und wir haben zwei Heilzauber dabei. Jo, alle drauf, meine Freunde. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. Der Tesla kommt raus. Aber ansonsten passiert da nicht ganz so viel. Und ja, der Heilzauber, ganz ehrlich, der wird natürlich auch nicht so effektiv sein. Der wird nicht so effektiv sein. Egal, ich setze ihn jetzt trotzdem nochmal drauf, da wo die Luftabwehr ist. Wobei, ne, wir werden mal sehen. Erinnert euch an eben. Da hatten wir zwar. Ja, er schafft es nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Kann man mal helfen? Hilf! Hilf mit! Die Adlerdef ist immer noch nicht aktiv. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Oh, da ist übrigens auch die Tornado-Falle. Wir tanzen ein bisschen um den König rum. Aber es hat natürlich auch nicht funktioniert, damit den Skelettzauber auszulösen. Oder beziehungsweise der Skelettzauber löst nicht die Tornado-Falle aus. Und ja, damit sind wir am Ende von dieser Episode. Wer schneller, Königin oder König? Königin gewinnt. Und wir sehen uns vielleicht später nochmal wieder. Ich weiß es noch nicht genau, wie das zeitlich heute hinhaut. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder für weitere Sneak Peeks. Bleibt dabei. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.